Jannik Schümann spielt den Kaiser Franz Josef in der Neuverfilmung von Sisi. In der aktuellen Gala verrät er, wie seine Diät aussah und welche Auswirkungen sein Outing auf seinen Job hat. In der modernen Neuverfilmung von Sisi, ab 21. Dezember 12 bei RTL Plus, am 28., 29., 21. Dezember 30 bei RTL, spielt er die männliche Hauptrolle des Kaiser Franz Josef. Diese Woche berichtet Schauspieler Jannik Schümann. 29 in der aktuellen Gala, dass er dafür nicht nur Fechten und Reiten gelernt hat, sondern auch eine radikale Diät halten musste. Für Sisi hielt sich Jannik Schümann an eine strenge Diät. Während des Drehs habe ich komplett auf Kohlenhydrate wie Brot und Kartoffeln verzichtet. Alkohol, Zucker und Milchprodukte waren auch tabu. Der Effekt? Extreme Essgelüste. Nach meiner letzten Oben-ohne-Szene habe ich mir direkt einen Kaiserschmarrn gegönnt und dazu ein Hefeweizen getrunken. Durch sein Outing habe er eine andere Glaubwürdigkeit bekommen. Außerdem berichtet Schümann, dass er nach seinem Coming-out als schwuler Schauspieler keine beruflichen Nachteile bemerke. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, ich habe durch mein Bekenntnis eine andere Glaubwürdigkeit bekommen. Ich spiele Franz und aktuell gerade einen absoluten Macho, werde also nicht auf einschlägige Parts festgelegt.